Willkommen, Freunde. Wahrscheinlich haben viele von euch einmal geträumt, auf eine einsame Insel zu gehen oder eine Hütte im Wald zu finden, von der nur ihr etwas wisst. Alles für eine Weile zu verlassen und die Gedanken zu ordnen. Aber nur wenige Menschen fassen den Entschluss dazu. Ein Kanadier namens Justin ist einer jener Menschen, die nicht nur träumen, sondern auch handeln. Er ging mit seinem Boot entlang der Flüsse Red Deer und Saskatchewan auf die Reise, ohne zu wissen, dass die Pläne, mit der wilden Natur allein zu sein, nur allzu wahr werden sollten. Justin angelte sich etwas zum Abendessen, als er plötzlich ein Fiepen im Wasser hörte. Der Mann sah eine Nase an der Wasseroberfläche. Da das Wasser des Flusses dunkel und trüb war, bückte er sich, um den Besitzer der Nase zu erkennen. Er konnte sich jedoch nicht halten und fiel selbst ins eisige Wasser. Aber das Glück war auf seiner Seite. Dem Mann gelang es, wieder auf das Boot zu klettern und das Tier herauszuziehen. Schließlich konnte er sehen, wer im Wasser fast ertrunken wäre. Es war ein Kojotenwelpe. Da er eine gewisse medizinische Erfahrung hatte, versuchte er, den Kojoten mit dem Heimlich-Handgriff zu retten, indem er ihn von hinten umfasste und auf den Bauch drückte, um das Atmungssystem in Gang zu bringen. Es half. Der Welpe spie das Wasser aus und begann zu atmen. Justin machte dann ein Lagerfeuer, um sich und seine Kleidung zu trocknen. Kojoten sind sehr intelligente Tiere. Kojoten haben hervorragende Sinnesorgane. Sie verfügen über ausgezeichnete Sehkraft, ein sehr feines Gehör und einen guten Geruchssinn. Sie sind sehr schnelle Tiere. Der Kojote kann eine hohe Geschwindigkeit entwickeln, sodass ein Haushund nicht mithalten kann. Natürlich, wenn es keine spezielle Hunderasse ist, wie zum Beispiel ein Windhund. Der Kojote ist nicht nur schnell, sondern auch sehr robust. Er kann stundenlang durch die Prärie laufen und weite Strecken zurücklegen. Neben Geschwindigkeit und Ausdauer hat der Kojote eine recht gute Sprungkraft, kann ausgezeichnet schwimmen und fürchtet sich auch nicht vor kaltem Wasser. Warum ist der Welpe dann fast ertrunken? Vielleicht war er noch sehr klein und erschöpft, zudem hatte er Wasser geschluckt. Er hatte Glück, dass Justin gerade in der Nähe war. Der Welpe, dem der Mann den Namen Yip Yip gab, verbrachte die nächsten 10 Tage auf dem Boot. Justin kümmerte sich um das Tier, fütterte es und versuchte, es mit dem eigenen Körper zu wärmen. Yip Yip gefiel Justins Rucksack und er schlief darin. Schließlich erreichten die Reisenden einen Ort, an dem es Mobilfunkempfang gab. Justin rief seine Frau an, um zu beratschlagen, was er mit dem Kojoten tun sollte. Yip Yip wurde an die Saskatchewan Wildlife Rehabilitation Society übergeben, wo er sich jetzt auf die Rückkehr in die Natur vorbereitet. Justin hat, wie sich herausstellte, nur noch 3 Fotos von dem Kojoten, obwohl er während ihrer Fahrt viele Fotos gemacht hatte. Leider hatte die Kamera einen Defekt und er konnte nur diese Bilder retten. Yip Yip hat sich jetzt mit anderen Kojoten angefreundet und nach einiger Zeit der Erholung wird er wieder in die Wildnis entlassen. Vielen Dank an diesen freundlichen Mann, der ein echter Held war, keine Angst um sein eigenes Leben hatte und dem es in letzter Sekunde gelang, ein kleines Leben zu retten. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt ihm ein Like und bis bald!